Ich habe mir ja schon lange Gedanken gemacht, komme ich da überhaupt raus? Die Beiträge stiegen, das waren 600 Euro plus 50 Euro Pflegeversicherung. Wenn ich dann ins Rentenalter gehe, würde das eng werden. Viele Menschen versuchen, diesen Situationen zu entkommen. Aber leider Gottes bekommen sie völlig unzureichende Auskünfte. Im Grunde wird ihnen immer gesagt, ab 55 ist Schluss und der Zug abgefahren. Das ist aber nur die halbe Wahrheit. Ich habe recherchiert im Internet, als auch vorstellig in einer Verbraucherzentrale gewesen und jeder sagte mir, Privatversicherte können ab dem 55. Lebensjahr nicht mehr raus. Und ich denke, wie soll das bloß nochmal weitergehen, 450 zu verdienen, Haus verkaufen, die Kinder zur Rate ziehen, kleineres Haus, kleinere Wohnung. Oder meine Frau noch länger arbeiten, was eigentlich auch nicht vorgesehen ist. Wenn die Menschen zu mir Kontakt finden, bin ich in der Lage, diesen Menschen rechtssicher und dem SGB V standhaltend, ihnen den Weg in die GKV zu eröffnen. Innerhalb weniger Tage rief er dann ja an und sagte, Mensch, ich komme nächste Woche vorbei. Und dann saßen wir auch an diesem Tisch hier und da haben wir uns dann ganz klar auf die Gesetzeslage berufen. Und das war relativ wenig Arbeit. Am Ende fällt unseren Kunden ein großer Stein vom Herzen. Es geht mir sehr gut damit. Ich bin ganz böse erleichtert, was die Zukunft im Rentenalter angeht. Ich hätte es ja nicht mehr gedacht. Wenn auch Sie eine sichere Lösung zum Wechsel in die GKV suchen, nehmen Sie gerne mit uns Kontakt auf.